Also unsere Landeskirche hat in einem großen Kraftakt, so muss man das wohl nennen, und der ist auch noch nicht ganz zu Ende gebracht, neue Strukturen eingeführt in der Kirche. Johannes Kreuz Lukas, so heißt es jetzt hier zum Beispiel. Ich bin nicht ganz sicher, ob alle richtig begeistert sind von den neuen Strukturen. Es könnte 2, 3 kritische Stimmen gegeben haben, um das mal vorsichtig zu sagen. Jetzt aber in der neuen Legislaturzeit, wo die neuen Kirchenvorsteher starten, wird es darum gehen, in den neuen Regionen das Gemeindeleben zu gestalten. Und wer jetzt in den Kirchenvorstand geht, der kann da aktiv mitwirken. Jetzt gibt es hier allerhand Kandidaten, habe ich mir sagen lassen, in der Gemeinde, die gerne als Kirchenvorsteherin oder Kirchenvorsteher dabei sind. Und jetzt haben die Gemeindeglieder die Chance, sich die Leute anzuschauen und zu sagen, der oder die ist meiner Meinung nach für diesen Gestaltungsprozess, der jetzt ansteht, genau die richtige Person. Also ich bin in Drachenberge, das ist die Laurentiuskirchgemeinde, da bin ich ganz normales Gemeindeglied, gehe, auch wenn Zeit ist, dort zum Gottesdienst. Das ist zugegebenerweise gerade ein bisschen seltener geworden, aber das ist mein Wahlbezirk, wenn man so sagen will, und dort kann ich den Kirchenvorstand mitwählen. Das Motto finde ich sehr interessant, Gemeindefest. Es ist also ein Gemeindefest und dann ist das aber so mit dem roten Kreuz durchgestrichen. Gemeinde geht nicht fest, sondern bewegt sich. Also Gemeinde bewegt. Und ich habe den Eindruck, bei dem, was ich jetzt gerade gesehen habe, ich bin ja noch dabei, dass hier sehr viel in Bewegung ist. Und ich möchte Sie und euch sehr ermutigen zu sagen, wir investieren das, was uns wichtig ist und machen etwas draus. Es gibt in der Kirche immer so ein gewisses Spannungsverhältnis. Da gibt es eine ganze Reihe Leute, die sagen, wir wollen, dass die Dinge so bleiben, wie sie sind. Und dann gibt es andere, die sagen, es darf nicht so bleiben, wie es ist. Und dann gibt es natürlich auch einen Aushandlungsprozess, wo man da miteinander gucken muss, was bleibt und was wird anders. Aber heute für den Tag und weil das Gemeindefest, Gemeinde bewegt schon mal so heißt, würde ich Sie sehr ermutigen, sich ein bisschen in Bewegung zu setzen. Wir haben so viele Dinge, die gut sind und die bleiben und das Neue ist eben noch nicht da und deswegen braucht es auch mehr Energie und mehr Einsatz. Das Vorhandene, das bricht sich so seine eigene Bahn oder steht einfach rum vielleicht so und deswegen braucht das Neue zusätzliche Energie und da kann man eben hier hinten den schönen Gemüsegarten des Kindergartens sehen und dann schaut man in die Jugendkirche, die neu gegossene Bodenplatte und ich freue mich riesig, was hier in Bewegung ist. Das sind ja auch nur 2 Beispiele. Also Gemeinde bewegt, ein sehr gutes Motto für heute.